Unser neuer Filterkaffee aus Brasilien, der schmeckt sowas von Honig wie der Mr. Honey hier. Yes. Herzlich willkommen zu einem neuen Kaffeemacher-Video und heute stellen wir einen neuen Kaffee vor, der neu bei uns im Sortiment ist. Und zwar kommt der aus Brasilien und zwar von einem gewissen Produzenten von Alessandro Ervas, auch bekannt als Mr. Honey. Und ich komme mir hier vor, so wie auf einem Marktstand, so als Marktschreier, wenn ihr den Felix anschaut, der eigentlich so etwas wie der Vertreter ist von Mr. Honey. Wer ist denn dieser Mr. Honey Coffee? Also der Alessandro, der hat insgesamt, glaube ich, 5 kleine Farmen und hat eben nicht nur 5 kleine Farmen, sondern auch noch 200 Bienenvölker, die die Kaffeepflanzen befruchten. Also deswegen Honey and Coffee. Deswegen Mr. Honey Coffee. Und du warst selbst da und du hast auch ganz viele Souvenirs bekommen. Wir haben hier einen Honig. Ja, wir haben hier ein Tässchen, wir haben hier die Schürze. Und wie war es denn so? Es war wirklich sehr, sehr eindrücklich, vor allem so den Kaffeeanbau in Brasilien mal mitzuerleben, weil ich vergleiche das immer gerne so ein bisschen wie mit dem Weinanbau irgendwo hier bei uns am Rhein oder im Wieler Oberland. Weil es ist einfach diese weiten Hänge und dann diese Kaffeefelder, die dort wirklich mehr aussehen wie Weinfelder. War sehr, sehr eindrücklich. Dann die Menschen, die Produzenten von Appas und Alessandro dort zu treffen, das war wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt dieser Kaffee kommt von Alessandro, von einer Farm, und zwar von Sitio Monte Alto. Da warst du auch auf dieser Farm? Ja. Wie war das? Also es war wirklich sehr spannend so zu sehen, was sie da für Probleme haben. Gerade bei Alessandro im letzten Jahr war es so, dass er im letzten Jahr eine deutlich kleinere Ernte hatte als im Jahr davor. Das hat damit zu tun, dass sie in Brasilien alle 3 Jahre die Pflanzen niederschneiden. Und, der sogenannte Skelettschnitt. Genau, das sieht wirklich erschreckend aus. Also die Bäume sehen eigentlich aus wie tot. Also, das machen sie einerseits, um den Ertrag im nächsten Jahr zu erhöhen. Und auch ein bisschen, in dem Jahr haben sie es auch ein bisschen gemacht, um sich dann mehr auf das zu konzentrieren, was sie haben. Mhm. Also es ist ihm dann wirklich gelungen, ganz, ganz tolle Kaffees zu produzieren. Also ein anderer Kaffee von ihm war beim Cup of Excellence, ja. Platz Nummer 8. Seine extrem intensive Art, Kaffeeproduktion zu betreiben, dieser Skelettschnitt, weil die Pflanze dann wirklich extrem gestresst ist und neu produzieren muss und so wirklich im nächsten Jahr noch viel mehr produziert. Nun ist aber Alessandro ist Teil der Appas-Kooperative in Minas Gerais und die produzieren den Appas-Blend. Auch den kaufen wir ein und das ist eigentlich so das Rückgrat von ganz vielen Blends, von ganz vielen Mischungen, die wir haben, ist dieser große Blend, der Appas-Blend. Jetzt haben wir aber dieses Jahr, vielen Dank, 2 Microlots eingekauft. Das ist eben das eine von Alessandro und das andere ist von Ademir, ein Espresso, welchen wir auch noch vorstellen werden. Jetzt sind wir wieder auf einer Augenhöhe. Vorhin war es so, dass Benjamin ein bisschen höher war. Ja, du hast den Kaffee gebrüht. Was hast du gemacht? Vor 60, 93 Grad, 19 Gramm Kaffee. Brühzeit, ein bisschen, so wie ich fast immer vor 60 brühe, um die 2,30. Also. Filterkaffee aus Brasilien gibt es nicht so oft. Unter anderem ein Grund, warum wir diesen Kaffee auch eingekauft haben. Und der andere Grund ist, weil dieser Kaffee ziemlich wenig nach Brasilien schmeckt. Oder eigentlich so Brasilien plus etwas anderes. An diesem Kaffee fiel uns auf, den haben wir zum ersten Mal im Dezember gekappt. Mhm. Das war das erste Mal, im Oktober sogar. Das war ja das Lustige, den Kaffee habt ihr hier gekappt. Ja, genau. Und ich habe ihn gleichzeitig in Brasilien gekappt. Also wir haben uns dann abends ausgetauscht über unsere Cafés. Genau, wir haben so einen Grundton, einen sagen wir mal brasilianischen Grundton, also ziemlich viel Milchschokolade, Nougat, das sich so durchzieht. Und dann aber kommen ganz viele Früchte rein. Ne? Mhm. So dunkle Beeren, gleichzeitig Honig. Ja, das ist vollkommen. Also das ist wirklich spannend, also im Cupping auch und jetzt dieser Kaffee auch, der entwickelt, sobald er kühler wird, immer mehr Noten von tropischen Früchten, aber alles sehr mild und einfach mit diesem Schokoladen-Nougat-Grundton ist es wirklich
ein unheimlich schön parfümierter Kaffee, der aber auch nicht so aufdringlich ist wie andere trocken aufbereitete Kaffees. Ich wollte gerade sagen, der hat schon diese Baseline, diese brasilianische Kaffee-Grundnoten, die man zum Teil kennt. Und gleichzeitig hat er aber auch eben diese fruchtige Komplexität, ohne dass sie überbordend ist. Ne? Also es ist wirklich, finde ich, ein echt schöner Filterkaffee, so um auch ein bisschen zu erleben, was kann eigentlich Komplexität sein, aber ohne, dass es irgendwie überfordert. Wenn man jetzt davon ausgeht, zum Beispiel unser Beque Tejeto, dieser hier, oder dieser hier. Der Beque Tejeto, unser Filterkaffee aus Äthiopien, ist ein völlig anderes Kaliber. Das ist eine völlig andere Art von Kaffee, weil die halt wirklich unheimlich aromatisch sind und ganz wenig nach Kaffee schmecken. Dieser Kaffee schmeckt viel mehr nach Kaffee plus was anderes. Und das macht ihn halt irgendwo durch sehr einfach verständlich und einfach zum Trinken. Und der macht halt wirklich einfach Spaß zu trinken. Wobei es ist jetzt so, am Anfang finde ich ihn, es ist immer so blöd zu sagen, aber recht brasilianisch. Mhm. Und jetzt, je mehr eigentlich wir sprechen, je mehr der Kaffee abkühlt, desto mehr kommt dieses bierige heraus. Und sind wirklich wie frische Erdbeeren. Da kommt auch wirklich eine frische Säure dazu, die macht das wirklich sehr balanciert. Ist weich in der Textur, runder, mittlerer Körper, viel Süße. Das ist noch interessant, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Brasilien wart, aber wenn man da Richtung Minas Gerais fährt, was als erstes kommt, sind die Erdbeerfelder. Okay. Also muss ich jetzt gerade denken, wenn ihr da darüber sprecht. Also man fährt erst dann ganz viele Erdbeerfelder vorbei und dann fängt irgendwann der Kaffee an. Und dann ist man auch schon dort. Das sind so 3 Stunden von Sao Paulo. Erzähl dir noch ein bisschen von Alessandro. Ja, Alessandro, ich meine, du hast ja nicht ohne Grund eben auf dem Hocker gestanden, weil du warst ungefähr die Größe von Alessandro. Er ist wirklich ein sehr, sehr ruhiger, aber sehr scharfsinniger Mensch. Das ist wirklich sehr spannend, mit ihm Zeit zu verbringen. Und ich glaube, er hat ungefähr 95 ist er mit seiner Familie dorthin gekommen und dann haben sie angefangen, der Vater hat angefangen, Kaffee anzubauen und er dann halt auch. So ist es jedes Jahr stetig gewachsen. Die Kooperative macht, glaube ich, seit circa 12 Jahren sind sie jetzt Fairtrade. Und seitdem sie diesen Fairtrade-Kaffee so anbauen, hat es einen ganz enormen Input gegeben. Also dadurch, dass sie den Kaffee quasi selbst vermarkten, merken sie dadurch, dass es deutlich vorangeht. Und dann haben sie durch die Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Röster irgendwann angefangen, Selective Picking zu machen. Das heißt, das hat dann nochmal einen ganz großen Qualitätssprung geschafft. Also sie haben wirklich versucht, nur die besten Kirschen zu pflücken. Ja, wobei ich sagen muss, das Selective Picking, was ich dort gesehen habe, das würde ich eher als Selective Stripping bezeichnen. Mhm. Also es ist noch nicht diese ganz, ganz akkurate, wirklich nur die ganz, ganz roten Kirschen. Das hat sicher auch damit auch zu tun, dass in Brasilien einfach die Arbeitslöhne sehr, sehr hoch sind im Vergleich zu anderen Ländern. Aber also im letzten Jahr hatte nur einen Bruchteil der Ernte so eingefahren. Generell aber hat er, glaube ich, 3 Angestellte das ganze Jahr über und während der Ernte sind sie dann zu 10. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da große Sprünge nach oben oder unten. Also es ist jetzt nicht eine ganz kleine Farm, aber auch nicht eine große Farm, sondern eben so eine kleine Plus. Genau. Spannend, wir haben uns letzte Woche mit Alessandro unterhalten an diesem Algrano-Event und ich habe mit ihm noch länger gequatscht, wie das mit der Fermentation funktionierte. Und was sie gemacht haben, das ist ein trocken aufbereiteter Kaffee, ein Natural. Und was er aber gemacht hat, er macht ganz verschiedene Versuche auf all seinen kleinen Farmen. Das eine ist ganz dünne Schichten, also wirklich nur so 1 bis 2 Kirschen hoch. Und dadurch erreicht er Kaffees, die viel nussiger sind. Mhm. Das hier ist so eine Hand hoch, so Gomo Mao meint er, und das gibt dann viel mehr Frucht. Also diese Fruchtigkeit, die wir hier finden, kommt wirklich von den Anbaubedingungen. Das gibt die Säure, aber diese Fruchtnote kommt wirklich von der Art der Fermentation, von dieser Natural Fermentation, Hand hoch für 16 Tage getrocknet. Ist echt geil, wenn er abkühlt. Dann macht richtig Spaß dann. Also, jetzt trinken, wie viel habt ihr davon? Kaufen, schnell kaufen, es gibt wirklich nicht viel. Wir haben
Mindestens einen Sack. Okay. Ja, ja, also gut, bis jetzt. Und vielleicht, also wir haben mit jemand anderem zusammen importiert und vielleicht kaufen wir dem einfach den Kaffee wieder zurück. Das kommt darauf an. Gut, aber unbedingt kaufen, ganz leckerer Kaffee, um vielen Leuten zu zeigen, dass einfach Kaffee immer noch nach Kaffee schmecken kann, aber auch einfach viel leckerer. Also ab sofort ist der Kaffee erhältlich einmal im Kaffeemacher-Shop in Basel oder auch in unserem Online-Shop. Wir freuen uns, wenn wir den viel rösten dürfen. Genau, ein Brührezept, hat Benjamin genannt, können wir unten nochmals verlinken und dann viel Spaß beim Brühen. Probieren? Und? Schmeckt nach Kaffee. Nein, ich dachte, schmeckt ja gar nicht gut. Ja, schmeckt gut, ist fein. Absolut. Ja. Kann ich noch mehr dazu sagen? Also, sollen wir den auch kaufen? Auch der Honig ist mega lecker. ich nehme mal so ein bisschen. Und der schmeckt echt nicht nach Kaffee, sondern nach echtem Honig.